Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Bildungsminister Matthias Brotkorb und meine Vorrednerinnen und Vorredner oder meine Vorrednerinnen und Vorredner haben Ihnen ja, sehr geehrte Damen und Herren von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bereits ausführlich erklärt, warum Ihr Antrag falsch ist. Mir persönlich sind aber einige Ablehnungsgründe, denn denke ich, doch wichtig, um noch mal einige Sachen hier zu wiederholen. Und Sie wissen ja, Wiederholungen sollen ja ab und zu mal im Lernprozess hilfreich sein, aber mir fehlt auch ab und an der Glaube bei Ihnen, Frau Berger. Jetzt liegt uns also dieser Antrag vor und Frau Oldenburg hat das auch schon gesagt. Es wird ein einziger Punkt herausgesucht und darauf wird dann unwahrscheinlich groß was gemacht. Eigentlich ist das ideen- und konzeptlos und ich kann Ihnen sagen, Sie stiften nur Unruhe und Verwirrung bei den Schulen. Ich habe heute auch noch ein paar Gespräche geführt, die haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Und Frau Oldenburg hat es auch schon gesagt, Sie haben bisher noch kein eigenes Inklusionskonzept vorgelegt, über das man wirklich mal hätte öffentlich diskutieren können. Wäre ja auch eine spannende Sache, Ihr Inklusionskonzept zu sehen. Sie haben sich nun wirklich aus dem Inklusionsfrieden verabschiedet. Alle vier demokratischen Fraktionen hatten eigentlich eingangs vereinbart, dass wir einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens erreichen wollen. Jede Fraktion musste Kompromisse machen, hat der Bildungsminister davon auch schon gesagt. Und ich bin deshalb auch froh, dass die drei großen Parteien, die seit 25 Jahren dieses Land hier gestalten, einen guten Vorschlag erarbeitet haben. Unser Ziel ist es wirklich, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern nicht vor veränderte Tatsachen stellen. Und deswegen sind wir für eine breite Diskussion, die ist schon am Laufen. Und es wird sicherlich auch noch einige Veränderungen geben. Und wir sind auch gespannt, was in der Anhörung am 20. Januar dann noch an Vorschläge gibt und dann vielleicht sicherlich dann auch zu Veränderungen kommen wird. Nach der Vorlage und Empfehlung der Expertenkommission und der Stellungnahmen der Begleitgruppe haben die vier bildungspolitischen Sprecher in vielen Gesprächsrunden das Konzept erarbeitet. Und Sie, Frau Berger, wissen auch ganz genau, dass wir wirklich Punkt für Punkt besprochen haben, diskutiert haben und gegebenenfalls auch verändert haben. Alle Fraktionen konnten sich einbringen und sie haben sich auch eingebracht. Es war nicht immer leicht, aber ich denke, es war ein guter Prozess. Alle Seiten sind Kompromisse eingegangen. Dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, zuletzt so einen Kompromiss nicht mehr willens oder fähig waren, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Dieser breite gesellschaftliche Konsens zur Einführung der Inklusion im Bildungsbereich ist notwendig und wird von allen, die mit Schule zu tun haben, sehr begrüßt. Sie, werte Bündnisgrüns, sollten jetzt nicht irgendwelche schlechten Inklusionsanträge stellen, sollten einfach zum Inklusionsfrieden zurückkommen. Ich habe zwar einige Sachen noch aufgeschrieben, aber gerade der Minister hat ja doch, denke ich, eine ganze Menge gesagt. Und für die SPD-Fraktion kann ich nur sagen, dass wir die Umsetzung der gemeinsamen Inklusionsidee und der Konzeption und der Strategie von SPD, CDU und der Fraktion Die Linken für uns im Bildungsbereich oberste Priorität hat. Und wir wollen alle damit einziehen, die mit Schule zu tun haben in diesen Inklusionsprozess. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit.